Grüße, Grüße, mein Freund. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Ich bin's, André. Und lasst uns mal hier einfach mal ein bisschen losballern. Aufgabe haben wir aktuell. Wir sind hier mitten tief drin irgendwo. Wir müssen jetzt erstmal Krells Sicherheitsfeld zerstören. Da bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt auf die Reihe kriegen. Ist hier, oder was? Ah ja, steht auf jeden Fall schon mal im Computer. Das war ja nicht so schwer. Und jetzt konfrontiere Krell. Ah, kriegen wir hin? Ja. Hier ist deine Erlösung. Republikanischer Abschaum! Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet einfach so ungestraft meine Kreation zerstören? Wenn ihr heute hier sterbt, wird eure müde Republik erfahren, was denen passiert, die meine Arbeit stören. Im Namen der Republik, ergebt euch. Mich ergeben? Etwa euch? Macht euch nicht lächerlich. Ich kann euren Schädel mit einer Hand zerdrücken. Ihr seid zu spät. Ich bin dabei, meinen Plan umzusetzen. Bald werden die Bürger dieser Welt durch meine Schöpfungen in die Knie gezwungen. Meine Meisterwerke. Das werde ich nicht zulassen. Das ist keine leere Drohung. Die Droiden, die ihr zerstört habt, waren nur Spielzeug verglichen mit dem, was ich erschaffen habe. Ich holte Menschen von der Straße und implantierte einigen fortschrittliche kybernetische Verbesserungen. Ihre Fähigkeiten reichen jetzt fast an meine heran. Die Verbesserungen der Cyborgs sind äußerlich nicht erkennbar. Die Subjekte wissen selbst nicht, wer von ihnen verbessert wurde. Das weiß niemand, bis es viel zu spät ist. Ihr werdet dafür bezahlen, was ihr diesen Leuten angetan habt, Krell. Narr, das kann nur mit eurem Tod enden. Wenn ich mit euch fertig bin, schicke ich meine Kreation ins Leben zurück, wo sie ausharren werden, bis meine Programmierung aktiv wird. Der Typ hat sie nicht alle. Ich glaube ihm kein Wort. Wenn meine Meisterwerke aktiv werden, wird niemand je wieder auf Coruscant sicher sein. Das wird nicht passieren. Ihr könnt nichts dagegen tun. Jetzt könnt ihr nur noch sterben. Tötet ihn! So einfach nicht. Wir lassen uns nicht unterbekommen. Lieutenant, bitte kommen. Ich möchte, dass ihr euch sofort um die Zerstörung der Cyborgs kümmert, die Krell gebaut hat. Wir müssen uns sofort um sie kümmern, bevor sie in der Bevölkerung untertauchen können. Solche Situationen sind nie leicht. Diese Leute haben sich nicht ausgesucht, was sie jetzt sind. Doch es könnten noch weitere Leben auf dem Spiel stehen. Ihr müsst Krells Schöpfungen eliminieren. Die Bedrohung wird neutralisiert. Gut, dass ich auf euch zählen kann. Ich nehme Kontakt mit euch auf, wenn die Sache erledigt ist. Garza Ende. Das ist Zeitverschwendung. Wir sollten die Verräter verfolgen, anstatt Leute niederzuschießen, nur weil irgendein Verrückter behauptet, sie wären gefährlich. Wir tun, was General Garza gesagt hat. Mit Diskussionen verschwenden wir nur noch mehr Zeit. Ihr seid der Boss. Ja, es tut mir natürlich total leid. Also, eigentlich versuche ich ja immer, das Gute zu machen, aber... was soll ich sagen, war? Jetzt ist er da, war natürlich damit nicht einverstanden, aber okay. Was macht man in so einer Situation? Befehle annehmen oder ja? Das ist immer schwierig. Rebell sein. Zurück! Die Tür ist verschlossen und versiegelt. Ihr könnt nicht herein. Wir haben den Kampflärm gehört und wie ihr mit diesem Monster Krell gesprochen habt. Wir kommen erst raus, wenn ihr versprecht, uns nichts zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nicht einfach gehen lassen.
Aber wir sind keine Cyborgs. Ich wüsste es, wenn ich halb Maschine wäre. Das ist doch verrückt. Ihr da draußen, hört zu. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen aussieht. Aber ich bin ganz bestimmt kein Cyborg. Was? Nennt ihr mich ein Monster wie Krell? Ich bin kein Monster. Vielleicht seid ihr selbst ein Cyborg und versucht, alle hinters Licht zu führen. Ich bin keiner. Er hat viel länger an euch experimentiert als an mir. Also bin ich überhaupt jemand. Hört alle beide auf damit. Keiner von uns ist ein Cyborg. Und damit genug. Beweist mir, dass ihr keine Cyborgs seid. Dann lasse ich euch gehen. Was soll das denn heißen? Ihr könntet uns ebenso gut bitten, zu beweisen, dass wir keine Rancors sind. Es ist doch offensichtlich. Das ist doch Wahnsinn. Selbst wenn ein paar von uns Cyborgs sein sollten. Wollt ihr uns wirklich alle töten, damit keine von ihnen entkommen? Ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich denke ja nicht, dass es in Ordnung ist. Ihr habt recht. Das ist absurd. Ich kann das nicht. Dann werdet ihr uns nichts tun? Ihr lasst uns gehen? Nein, dem Labor die Luft entziehen. Ich lasse sie einfach mal ersticken. Ihr könnt gehen. Ihr alle. Gut. Tretet zurück. Ich werde jetzt die Tür öffnen. Krieg das schon hin. Jetzt abknallen. Kommt, Leute. Endlich können wir wieder nach Hause. Nach Hause? Wohl kaum. Sie töten. Okay. Wehe, ich finde heraus, dass ihr doch gefährlich seid. Wir werden niemandem etwas tun. Das schwöre ich. Nochmals danke, Soldat. Lebt wohl. Ich erstmal Ärger von meiner Chefin. Ja, ich wusste es. Holoterminal, okay. Jetzt gibt's auf die Fresse. Lieutenant, meine Befehle sind eindeutig. Eliminieren Sie Krells Cyborgs. Bei allem gebührenden Respekt, General. Ich konnte die Befehle nicht befolgen. Meine Befehle sind keine Vorschläge, Lieutenant. Man kann sich nicht aussuchen, ob man sie befolgt. Lieutenant, wenn ihr auf einer Mission seid, hört ihr auf meine Befehle, auf euer Gehirn und auf euer Herz. Und zwar in dieser Reihenfolge. Bei unserer Arbeit ist kein Platz für Gefühle. Und in euch sollte dafür auch kein Platz sein. Sonst sind wir zum Scheitern verurteilt. Wenn wir derart erbarmungslos sind, was unterscheidet uns dann vom Imperium? Wir sind erbarmungslos, damit die Leute der Republik es nicht sein müssen, Lieutenant. Damit die Republik nicht wird wie das Imperium. Das müsst ihr immer bedenken. Kommt zurück in mein Büro. Wir müssen über euren nächsten Einsatz sprechen. Gaza, Ende. Also man könnte ja fast sagen, ich bin noch gut aus der ganzen Situation rausgekommen. Also, kann das gut verstehen, aber ich hätte unschuldige Menschen getötet. Und ich glaube nicht, dass die Rebellen das wollen, ne? Das muss man ja auch mal so sehen. So, jetzt muss ich ja alles wieder zurücklaufen. Naja, fast so, wa? Boah, krass. Ist hier keine? Ich hatte doch irgendwo mal gesehen, dass die irgendwo Holoterminals eingestellt haben. Aber dieses Gelatsche ist schon krass, ey. Wo muss ich denn rein? Da drüben. Theoretisch, gerade dass ich nicht einfach so reisen kann, das wäre schon besser. Also wir haben hier trotzdem immer noch was übrig. So, Gildenvollstrecker.
und Schuss. Leider keiner dabei. Gar nicht so einfach zu finden. Da hinten ist ein Vollstrecker, aber das sind alles Sturmschützen. Ist sowieso auch nur ein Bonusziel, von daher spielt es auch keine großartige Rolle. Also wir können unsere Aufgabe ganz beruhigt erstmal abgeben. Schütze, Schütze, Schütze. Blaster glüht voll krass, jetzt nicht mehr. Meine Männer können noch immer nicht glauben, dass ihr euch allein dieser Verbrecherbande gestellt und es auch noch überlebt habt. Das war verdammt heldenhaft. Da die Netzwerkterminals jetzt gesperrt sind, ist der Luftverkehr für die Gleiter wieder sicher. Jetzt müssen wir nur noch endgültig die Verbrecher verjagen. Im Netzwerk gab es eine verschlüsselte Nachricht. Sieht nach einer Aufzeichnung aus. Lasst mich mal sehen. Das ist ein alter Code der Händlergilde der Migranten. Ich denke, ich kann ihn entschlüsseln. Mal sehen. Ihr habt unsere Freundschaft angenommen, Senatorin Kyle. Und unsere Credits. Es ist an der Zeit, sich zu revanchieren. Wir fordern lediglich die Wohnprojekte, die ihr unserem Volk versprochen habt. Jetzt. Euer Volk wird warten müssen, bis es an der Reihe ist, wie jeder andere auch. Ich schulde euch gar nichts. Wenn ihr mich weiter derart drängt, werde ich euch alle vernichten. Senatorin Kyle und die Händlergilde der Migranten stehen im Krieg? Darum ging es eigentlich? Euer Erpressungsversuch ist gescheitert. Meine Leute drängen eure kleine Armee soeben zurück. Es ist vorbei. Niemand bricht eine Abmachung mit uns, Senatorin. Wir werden bekommen, was wir wollen. So oder so. Das ist weit über meiner Kompetenzstufe. Ich werde nicht Rufmord an der bekanntesten Politikerin Coruscants begehen. Nehmt die Aufzeichnung. Ich will sie nicht. Bitte ich euch etwa, meine Stiefel zu polieren? Die Aufzeichnung ist belastendes Material. Das ist eure Verantwortung. Ihr gehört zum republikanischen Militär. Ihr steht im Rang über mir. Und außerdem muss es sich um einen Irrtum handeln. Senatorin Kyle hat für Coruscant Großes geleistet. Sie ist eine große Frau. Gebt ihr eine Chance. Meine Männer und ich bleiben hier unten. Ihr solltet euch zurück zum Senatsgebäude begeben. Interessant. Also, so wie Mächten leben, die großen Leute sind auch bestechlich, auch die Senatorin. Aber was sie genau getan hat, das werden wir erst wahrscheinlich noch rausfinden. Aber nicht mehr heute. Wir machen hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass du es bis hierher ausgehalten hast. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest. Ich verabschiede mich. Bis dann. Dein André und tschüss.